Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen GTA 5 Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht es im Hintergrund, wir sind hier wieder ganz normal am Start. Und Leute, auf den ersten Blick sieht ja auch alles jetzt gerade ganz normal aus, als wäre das eine ganz normale GTA-Aufnahme. Aber in der heutigen Folge werden wir verfolgt durch einen Stalker. Das Heftige an der Sache ist, das ist nicht irgendwie eine Online-Lobby, wo jetzt irgendeiner mir hinterher rennt, sondern das ist wirklich eine Mod. Wir haben heute eine einzige Aufgabe, und zwar herauszufinden, wer uns verfolgt und wer uns töten will. Und ich schwör's euch, Leute, ich bin komplett gehypt. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Stalker aussieht. Der könnte theoretisch überall sein. Er könnte sich hier in irgendeinem Busch verstecken. Er könnte uns auch unauffällig in einem Auto oder sowas hinterherfahren. Und auf Real Talk, es könnte jeder sein. Es könnte die Tante da hinten sein. Es könnte der Ehrenbruder da sein. Verpiss dich, du! Oder es könnte der Typ da unten sein. Jeder könnte das sein. Wir müssen halt, wie gesagt, heute einfach nur rausfinden, wer der Stalker ist, Leute. Und wir müssen überleben. Das ist heute der Hauptpunkt. Und ich will auf jeden Fall gewinnen. Weil die Mod hat man quasi gewonnen, wenn man den Stalker einmal richtig umgebracht hat. Und deswegen, Leute, wir müssen jetzt echt rausfinden, wer das ist. Ich würde sagen, wir snacken uns erstmal ein schnelles Auto. Dass, falls der kommt, ich habe so Schiss, ne? Oha, vielleicht ist er das. Ist er das? Ich weiß es nicht. Es könnte jeder hier sein. Warum will der sich prügeln? Noch einer? Weil ich ein Auto glaube. Ich glaube, das ist das die Stalker. Überfahr den einfach. Oder der? Okay, Leute, das war nicht die Stalker. Sonst hätten wir jetzt schon gewonnen. Dieser Stalker könnte halt an jeder Ecke sein. Wir müssen da wirklich jetzt mal übelst drauf achten, weil er ist die ganze Zeit da. Das ist ja das Krasse an der Mod. Dieser Stalker ist die ganze Zeit irgendwo hier. Wir müssen einfach nur rausfinden, wer das ist. Verhält sich hier irgendjemand verdächtig? Junge, es ist so komisch, wenn man weiß, er könnte jederzeit eine Pistole ziehen und dann war's das. Irgendwo hier ist er. Er sieht uns, aber wir sehen ihn nicht. Okay, Leute, wir fahren einfach mal weiter. Er muss ja theoretisch ein Auto snacken und uns hinterherfahren. Junge, das ist übel die creepy Aufnahme. Ich schwör's euch, was ist das für eine Mod, Mann? Ich würde sagen, komm, wir tunen mal ein bisschen die Karre auf, oder? Wir fahren mal zu Alice Castle. Ich bleibe auf jeden Fall in der Stadt. Ich werde nicht irgendwo so in die Wüste fahren oder so. Weil ansonsten knallt er uns ganz easy ab. Weil hier muss der Stalker halt ein bisschen aufpassen, weil hier viele Menschen und so sind. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal unten zu dem Alice Customs. Nicht zu dem, wo wir eigentlich immer hinfahren, Leute. Ich bin die ganze Zeit, ihr merkt schon, ich rede auch nicht so viel. Ich gucke halt die ganze Zeit rum, weil er muss halt irgendwo sein und er muss halt auch irgendwo kommen. Es ist so ein komisches Gefühl, ne? Es ist nicht mehr normal. Aber egal, Leute, eine krasse Karre haben wir auf jeden Fall am Start. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, damit, wenn der Stalker kommt, wir schnell abhauen können. Und Waffen haben wir auch komplett alles full loaded, Leute. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr die Idee schon mal feiert, lasst sehr gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich glaube, ich war noch nie so gehypt vor einer GTA-Aufnahme. Ich habe da so Bock drauf. Es ist ja nicht mehr normal gerade. Aber Leute, jetzt als allererstes mal, wir müssen das Auto kugelsicher machen. Das ist halt auch einfach Real Talk sehr, sehr wichtig, wenn der uns auf einmal abknallt, dass er mich durch die Scheiben oder so nicht töten kann. Deswegen, Leute, wir ballern jetzt alles rein, was geht in die Karre. Panzerung, gib ihm, Digga. Bremsen, wir geben alles. Komm, scheiß drauf. Wir knallen hier alles rein, was geht. Hupe brauchen wir nicht. Lackierung, matt. Mach mal schwarz, Leute. Federung, Turbo. Leute, jetzt Reifen, auch ganz, ganz wichtig. Schusssichere Reifen, die brauchen wir. Safe Call. Fenster holen wir auf jeden Fall auch ganz, ganz dunkle, damit er uns nicht sehen kann. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sind auf jeden Fall ready. Okay, ich sehe jetzt schon mal nichts Verdächtiges. Ich habe irgendwie das Gefühl. Okay, er war es nicht, er war es nicht. Sorry, Bruder. Er war es nicht. No! Okay, es war schon mal nicht der Stalker. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Okay, wir hauen erstmal ab. Wir müssen uns jetzt echt irgendwo da aufhalten, wo viele, viele Menschen sind. Damit der Stalker nicht so ein einfaches Spiel hat. Oh, Leute, warte mal. Was wir auch versuchen können, wenn wir uns andere Klamotten anziehen, denkt ihr, das passt? Fährt dann. Egal. Wenn wir uns andere Klamotten anziehen? Ey, Leute, wenn wir auf die Baustelle gehen, er muss dann doch eigentlich hier rüberkommen, oder? Mal, wir gucken mal ein bisschen rum. Eigentlich müsste er uns ja verfolgen, oder? Da hinten ist wieder dieser Wagen. Da hinten ist wieder dieser Wagen. Da. Warum ist da dieser Wagen? Der war doch eben noch oben auf der Straße, oder? Leute, bin ich jetzt blöd, oder? Okay, 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 warte, wir fahren mal weiter. Achtet mal, wir achten jetzt mal auf diesen Wagen. Wenn der Wagen nochmal kommt, F in den Chat, Digga. F in den Chat. Okay, wir hauen jetzt wieder ab. Dreht er um? Ne, tritt nicht um. Okay, wir hauen wieder ab. Guck mal, was ich mir schon für Paranoia schiebe. Ich wette, dieser Wagen hat gar nicht zu sagen. Der ist einfach nur rumgefahren und ich denke jetzt schon wieder irgendwas. Jetzt sagen wir, hauen mal hier. Komm, wir fahren mal einen Ticken weiter weg. Sorry. Sorry. Shit, jetzt jagt uns die Polizei. Sorry. Okay, mal gucken, werden wir verfolgt? Da ist er! Da ist der Wagen! Oh mein Gott! Ist das der Stalker? Ich weiß es nicht, Leute. Es muss der Stalker sein, oder? Aber ein Stalker in einem Krankenwagen? Das ergibt gar keinen Sinn irgendwie. Polizei, Bro, ich habe jetzt echt keine Zeit, Mann. Halte lieber den Krankenwagen an. Wir hauen einfach ab dahin, wo er gar nicht hin kann. Scheiß drauf. Was will der machen? Oh oh. Scheiße.
Hallo, kann sich mein Auto umdrehen? Kommt der Wagen? Okay, da ist kein Krankenwagen. Okay, wir haben 2 Sterne. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie erstmal abhauen. Junge, nerv doch nicht. Ey, letzte Folge war ich noch Polizist. Chillt mal. Okay, wir hauen ab. Sagen wir, bleiben mal kurz hier. Aber wir müssen aussteigen auf jeden Fall, Leute. Ich hole die Sniper in die Hand. Okay, wir müssen jetzt kurz hier chillen, bis die Sterne weg sind. Aber ich habe gerade so Schiss, dass der Stalker kommt. Warum ist gerade alles so vernebelt? Ich höre ein Autogeräusch, oder? Nee. Sterne sind weg. Digga, was geht hier ab? Warum ist es so hell? Hallo? Wir hauen ab hier. Bro, was geht denn jetzt ab? Hä? Was denn jetzt? Ein Stunt. Wow. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder! Ist er das? Ja, der verfolgt mich. Das ist er. Leute, wir sind Stalker. Warte mal. Komm doch. Ist er das? Ist er das? Oh mein Gott, ich fahr weg. Scheiß drauf. Es ist Safe Call, der Stalker. Leute, wir wissen, wer der Stalker ist. Oh mein Gott. No. Verfolgt er uns? Ja, er kommt. Jo, wie schnell fährt der? Oh mein Gott. Wir müssen zu einem Polizeipräsidium. Wir müssen irgendwo zu einem Polizeipräsidium. Ich glaube, wenn wir jetzt vor einem Polizeipräsidium... Oh! Oh! Digga, von wo? Oh mein Gott, Digga. Er kam doch von unten eben. Von wo kam der jetzt? Ja, komm mir mal hinterher, du kleiner Pitschko mit deinem Feuerwehrwagen, Digga. Warum ist alles nebelig? Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Ich würde mal sagen, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ey, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Egal, ich gucke auf die Minimap. Straße. Alter, man sieht ja gar nichts mehr. Okay, folgender Plan. Wir fahren jetzt zu einem Polizeipräsidium und parken direkt davor, weil er kann uns ja nicht vor einem Polizeipräsidium einfach töten, oder? Wir werden es einfach ausprobieren. Scheiß drauf. Wir fahren jetzt einfach genau dahin. Okay, Leute. Hier. Oh, Officer, Officer, Officer. Kommt er? Oh, schnell Waffe weg. So. Da ist er. Da ist er. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Naja, da kannst du nichts machen, ne, du kleiner Pitschke, Digga. Da fährst du weiter, Digga. Da musst du weiterfahren hier, Digga. Junge, er kann nichts machen. Tja, dann chillen wir jetzt einfach hier bei der Polizei. Was soll mir passieren, Leute? Wenn er das überhaupt ist, es kann ja auch sein, dass er das nicht ist. Aber hier sind wir auf jeden Fall safe. Ich kann mal kurz gucken. Steht er da oben jetzt? Oh, Polizei? Okay, er ist weg, er ist weg. Da ist er wieder, da ist er wieder. Warte, wir bleiben wieder hier. Na, komm mal, Kleiner. Komm, weißt du was? Wir stellen uns richtig provokant hier hin. Ja. Zeig, wie du aussiehst, hä? Zeig, wie du aussiehst. Ja. Komm. Hallo. Komm! Mit dem Messer! Polizei? Officer! Officer, helfen Sie mir! Ich werde abgestochen! Officer, ich werde gerade gejagt und jemand will mich töten! Hey! Officer! Oh. Du Loser! Du Loser, Leute, und kehrst außer Gefecht. Oh, geil. Und weißt du was? Jetzt klaue ich deine Karre, du scheiß Opfer. So, auf, entspannt, außer rein, Bro. Ist der jetzt tot oder lebt er noch? Junge, wir haben einfach umgekehrte Physik gemacht. Wir haben rausgefunden, wer das war. Plus, wir haben ihn der Polizei ausgeliefert. Digga, ich bin einfach der beste GTA-Spieler der Welt, Junge. Auf, ganz entspannt. Zack. Oh, Meister, ich muss ja mal kurz durch. Ich bin mir halt auf Retalk nicht sicher. Ich glaube, ich hätte einfach nochmal drauf schießen müssen. Nicht, dass der überlebt hat, aber ich glaube, wenn der überlebt hat, dann müsste er jetzt ja irgendwo kommen. Wisst ihr was? Wir machen Scheiß drauf. Wir stellen sie einfach hin und warten, dass er kommt. Wenn er überlebt hat, kommt er. Aber ich glaube, der war tot, oder? Oh, ich überlege gerade, Leute, hätte ich nochmal drauf schießen sollen? Nicht, dass der Stalker jetzt überlebt hat. Aber ich glaube, ach, der war tot, oder? Die Polizisten haben den Safe geklappt. Der Stalker war einfach in einem freaking Feuerwehrauto, Digga. Wer hätte damit gerechnet? Aber unser Ziel haben wir auf jeden Fall erfüllt. Wir haben herausgefunden, wer das ist und wir haben ihn. Also wir haben ihn nicht getötet, aber die Polizei hat ihn abgeknallt. Du Loser. Ja, Leute, wenn es dir gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao.